Einen wunderschönen guten Tag, liebe Silent Hill Zurückkehrer bei Silent Hill 2 Remake. Mir fiel keine bessere Begrüßung ein. Ja, und wir sind das letzte Mal hier angekommen in den Eingeweiden des Gefängnisses, würde ich es mal nennen, weil wir sind mit dem Gefängnis fast schon fertig. Ist nur noch ein kleiner Abschnitt, den wir vor uns haben. Und haben es auch geschafft, dann sind wir auch aus dem Gefängnis raus, was unter der Silent Hill Historical Society liegt. Und jetzt gucken wir uns hier in diesem Bereich nochmal um. Das dürfte, glaube ich, auch der Bereich sein, in dem Pyramid Head herumschleicht. Man kann ihn nicht töten, das geht im Remake ebenfalls nicht. Nur der finale Kampf, da kann man ihn aufhalten, aber wie gesagt, so richtig sterben tut er nicht. Weil nichts, was lebt, stirbt wirklich. Die des Mannes, später identifiziert als Thomas Holzfäller, Alter 39 Jahre, wurde mit immer auf liegend entdeckt. Die wahrscheinliche Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Die geschätzte des Todes, also geschätzte Zeitpunkt des Todes, liegt zwischen 23 und 1.30 Uhr. Aufgrund der Kampfspuren im Raum und des fehlenden Tatwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Orozco häufig betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei als Tatmotiv nicht Raub, sondern eine Art Verbrechen aus Leidenschaft. Der Mann, der hier beschrieben wird, müsste, glaube ich, Angelas Vater sein. Angela Orozco. Der Vater von Angela Orozco, Thomas Orozco, so. Und ja, wir werden auch noch dann gleich den Kampf haben gegen quasi seine Inkarnation von Angela. Das heißt, wir erleben quasi dann die Manifestation, wie sie halt ihren Vater sieht. Kurzum, unschönes Thema. Ihr Vater und ich glaube sogar ihr Bruder haben sie missbraucht. Und deswegen möchte sie auch nicht von James angefasst werden. Weil es Bad Memories in ihr auslöst. Und natürlich auch tiefsitzende Ängste. Ich habe gedacht, der Kampf kommt später erst, aber nee, er kommt jetzt. In den Eingeweiden des Dings. War schon. In den Eingeweiden des Gefängnisses. Und ich bin mir jetzt absolut gerade so ein bisschen nicht mehr. Also, ich bin mir gerade nicht mehr so wirklich sicher, ob das jetzt irgendwie noch kommt mit Pyramid Head. Also, es kommt definitiv. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Verfolgungssequenz, beziehungsweise wo Pyramid Head rumläuft und wo er seinen Raum hat, ob das hier im Gefängnis ist. Ich glaube schon. Aber kann auch sein, dass ich mich irre und dass es im Hotelabschnitt ist. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den nächsten Bossfight. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Vielleicht sollte ich erstmal weg. In diesen Gang zu kämpfen ist, glaube ich, keine gute Idee. Macht halt einfach die Wände kaputt. Wird nicht mehr.
Scheiße, was war das? Hat er mich erwischt? Ich glaub schon. Gehen wir durch? Nee, aber da liegt noch Zeug. Irgendwie ist dieser Bosskampf ziemlich weird, aber irgendwie auch sehr geil, ich weiß auch nicht. Ich weich halt einfach mal aus. So. Weil irgendwie kann ich hier nur durch die Gänge laufen, so einen richtigen Bossraum hat er irgendwie nicht. War unangenehm. Ja, oh, scheiße. Weg. Vielleicht muss ich ja zu härteren Geschützen greifen. Ich seh nix. Vielleicht einfach mal andersrum. Hat er mir so viel Schaden zugefügt? Ich bin hier die ganze Zeit nur am Saufen. Stirbt er nicht? Hä? Wie was wo? Ist halt nichts. Die Wand wollte ich, dass er sich zerstört. Es erinnert mich so ein bisschen an den Kampf gegen dieses Vieh von Heisenbergs Armee. Mit dem Propeller vorne dran, dass der halt auch irgendwelche Wände zerstört. Okay, wir sind. Wir haben es geschafft. Scheint wohl so. Hier ist noch Munition. Oh. Oder Phase 2. Angela, wait. Ada, wait. Okay. Im Raum hat sie sich versteckt. Daddy kommt. Wir müssen gehen. Hin. Was passiert hier? Weil laufen wir von einem Gang in den anderen. Und du sick? Care of you. All these years. What I did? Look at me!
Ich will nicht von dir gehackt werden. Fort. Alter, meine komplette Schrotmunition gefressen. Dieser Bosskampf, ey. Fleisch. Fleischwände. Die Fassade fängt an zu bröckeln. Das, was darunter liegt, ist das Eigentliche. Ja, immer noch der Drecksack oder was? Da ist ein Bild, das wahrscheinlich die Oroskos zeigt. Ich nehme mal stark an, dass links ist Angela, das darüber ihre Mutter, rechts der Vater und dann noch der Bruder und hier der Teddy. Oh boy. Wow. Warum bist du nicht tot? Nein, Mann. Lass mal. Alter, was zum Teufel haben die aus diesem Bossfight gemacht? Wisst ihr, was der originale Bossfight war? Das war einfach ein Raum, in dem Angela in der Ecke saß. Und dann hat man gegen dieses Vieh gekämpft. Und dann waren irgend so komische Sachen, die aus den Wänden geploppt sind. Das sah ganz obszön aus. Ja, und jetzt laufen wir hier irgendwie von einem Raum zum anderen und die Wände fangen an zu bröckeln und dahinter sind einfach irgendwelche, ja, Fleisch... Fleischwände, wenn man so möchte. Das Ding hier fängt auch noch an. Anzugehen. Es dampft. Wunderbar. Aber ich finde diesen Kampf so viel geiler gemacht. Halt einfach so dieses... Wir erleben quasi so ein bisschen das... Die Angst und die Furcht vor... Von Angela vor ihrem Vater. Und dieser Fernseher müssen wir jetzt zertrümmern, um das Ganze zu triggern. Wir müssen als weiter. Wait a second, hier kommt man durch. Okay. Dann wird ja schon etwas geführt. Aber solange man wahrscheinlich durch irgendwelche Wände durch kann oder irgendwo drüber springen, ist das noch nicht der finale Kampf. Okay, wurde nochmal gespeichert. Ah, das ist so ein bisschen jetzt, so sieht der Bossraum auch aus dem Original aus. So Fleischwände mit irgendwelchen Aushöhlungen und dann kommt da irgendwas raus.
Nur sieht das hier natürlich nochmal wesentlich krasser aus. Wie ein Albtraum. So, und das scheint jetzt der finale Kampf zu sein. Was hält er denn aus? Ich hab bald keine Munition mehr. Ist ja. Aber ich komme hier nicht raus. Das ist definitiv. Wow. Das ist definitiv der Kampf. Eine Injektion, ich habe eh noch so viel. Das gibt's doch nicht. Was hält der denn aus? Aber ich hab ihn geschafft. Aber Alter, was der aushält. Das ist ja absurd. Okay, Angela. It's okay. Calm down. Don't order me around. I'm not. I just. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela, I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! I need to find my mama.
I never. Und verzeiht, ich besiege die abstrakte Vaterfigur. Ja. Abstract Daddy. Ich finde das Monster-Design absolut geil von Ito. Ich weiß gerade seinen Vornamen nicht mehr. Ich wollte Shunji Ito sagen. Es ist ein Mangaka, der macht auch Horror-Mangas. Auch sehr zu empfehlen. Also falls ihr Mangas mögt und Bock auf Horror habt, guckt euch das an. Vor allem guckt euch den Anime an zu Uzumaki. Auch sehr, sehr verstörend und einfach abgefuckt des Grauens, ne? Und ja, diese Figur hier, ne? Es sind einfach zwei Körper übereinander. Das ist einfach so widerlich, wenn man die, ja, Bedeutung dahinter versteht. Und in Bezug auf Angela, das ist absolut widerwärtig. Boah, übel. Übel. Das kann ich mir gut vorstellen, ist Angelas Zimmer. So, und jetzt meinen Boss hat hinter uns gebracht und ich habe halt einfach fast keine Munition mehr. Das ist halt echt übel, das muss wieder auf den Nahkampf gehen. Ich habe alles in den Reihen gepumpt, das ist echt... Ich meine, ich habe noch gut Munition für das Gewehr. 17 Schuss. Aber die werde ich brauchen für Pyramid Head. Der Bosskampf gegen ihn wird auch, beziehungsweise gegen zwei... Man weiß es halt nicht, also zumindest ich weiß es noch nicht, ob sie den Kampf vielleicht auch ein bisschen geändert haben. Ich gehe auch mal von außen, weil bisher ist das bei den meisten Bosskämpfen der Fall gewesen. Aber ja, okay. Karte des Labyrinthzentrums. Ja, okay, jetzt kommt das die eingezeichnete Karte. Das dürfte jetzt der Part sein, wo man im Lair ist. Alter, was zum Teufel? Okay, das ist neu. Scheiße. Das hat so ein bisschen was von Alan Wake. Okay, ich speichere nochmal nach dem Bosskampf. Oh, scheiße, Mann. Nehmen wir mal an, ich kann die nicht einfach durch, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Okay. Wir haben noch einen weiteren Bossfight vor uns, beziehungsweise wenn man die Bosskämpfe zusammenzählen würde, wären es noch vier. Einmal müssen wir noch gegen Eddie kämpfen. Dann kommt natürlich noch der Kampf gegen die zwei Pyramid Heads und dann noch gegen Mary. Gegen Maria. Maria Mary halt, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja. Na, ja, guck mal, wer da ist. Die Tulke glaubte. Maria? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James? What are you talking about? Just before... Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. You forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real.
you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Sehr geil gemacht, diese Cutscene. Mit Marie halt drin. Können wir mal mit dir reden? Anscheinend nicht. Mal was hat sie im Original noch gesagt, ich kann nichts tun, wenn ich hinter diesen Gitterstäben bin. Und James so, okay, warte, ich hol dich. ja. Das Ding. Auch verhüllt. Genau, wenn wir das Ding bewegen, verschieben wir den Raum quasi. Und müssen dann weiter durch. Diese Tür wird sich wahrscheinlich erst später öffnen. Genau, jetzt sind wir im Labyrinth, wenn man so möchte. Und mal sehen, vielleicht finden wir ja den Raum von Pyramid Head. Er schleicht definitiv auch hier rum. Wie gesagt, ein Kampf gegen ihn macht keinen Sinn. Einfach fliehen. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht noch echt ein paar Ressourcen finde. Richtung Munition, weil Heilung, wie gesagt, ist in Ordnung, aber ich habe halt nichts mehr an Munition. Okay, alle Türen sind zu und die ist offen. Gehen wir hier durch. Was gehört? Käfer natürlich, was auch sonst. Ist er das? Oh, scheiße. Oh, was war das? Eva. Munition, hervorragend. Gerade was gehört. Oh, scheiße. Tropf, Tropf. Ich hab nichts, um es loszuschneiden. Kann nicht durch. Okay, speichern wir nochmal gerade. Aber nichts. Davon ganz schön viel. So, hat seine selbstgezeichnete Karte. Ja. Engelkäfig, genau. Okay. Die Karte wird halt immer stetig aktualisiert, je nachdem, was wir finden und wo wir lang können. Aber wie gesagt, eine komplette Karte gibt's hier nicht. Zeichnet James sich auf. Er ist hier. Fuck, Alter. Schock in der Falle. Ah ne, da unten. Hinter mir. Durch die ganzen Käfer sieht man die nicht. Wow. Oh. Alter!
Das war übel. Scheiße. Schnell die weg. Solid Ground. Okay, du bist's. Dieser Abschnitt ist wirklich, wirklich übel. Also ich fand den im Original schon recht nervig, aber jetzt Remake. Das ist ein kompletter Albtraum. Es ist trotzdem so gut. Oh mein Gott. Es ist auf seine eigene Art und Weise so verstörend geil. Lieb's einfach. Es ist so genau das Spiel, was ich oft habe, was es sein würde. Nicht zu leicht. Also wenn man die Schwierigkeit mal betrachtet. Herausfordernd, aber nicht unfair. Und einfach geile Momente oder auch Situationen, wo man sich denkt, was zum Teufel, geht hier einfach ab. Wo du versinkst halt einfach in diesem Spiel. Es zieht dich einfach in seinen Bann. Beziehungsweise du wirst halt auch von Silent Hill vereinnahmt. Wenn man so möchte. Klar, so ein paar Sachen wiederholen sich halt immer, wie wenn man jetzt das Ding davor schiebt und dann halt in den anderen Raum zu kommen oder sonst irgendwie, aber trotzdem ist es so gut gemacht. Und auch wie es aussieht und sich anhört und alles. So, da haben wir Feuerzeugbenzin. Hervorragend. Ein Teil eines Rätsels. Tür ist aufgemalt. Es ist so geil einfach. Wie das aussieht, muss ich jetzt hier durchklettern. Also, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich jetzt nochmal die Karte aufrufe und mir sage, okay, ich gehe nochmal zurück. Andererseits könnte es durchaus sein, dass wenn ich jetzt hier geradeaus gehe und dann runter, dass da vielleicht auch noch ein Stück Weg ist. Ich guck mal. Muss aber darauf, also ich muss darauf achten, dass der Gegner mich nicht kriegt, weil er ist immer noch da unten. Und wir können ihn nicht töten. Das ist halt auch ein sehr großes Problem. Deswegen laufen, laufen, laufen. Und ausweichen. Oh, scheiße. Oh, was? Ich dachte vorhin schon, es wäre Pyramid Head, aber nein, ist er nicht. Danke. Okay, Tür ist zu. Falle. Ich kann ja auch leider nicht stehen bleiben, auf die Karte gucken, sonst tötet er mich. Deswegen nochmal gucken, dass ich hier rauskomme irgendwie. Gut. Hab ich geschafft. Hängekäfig. Da ist eine Tür, durch die komme ich nicht durch. Da unten ist eine Tür, die ist zu. Erstmal ist alles gut. Okay, dann hätte ich gesagt, ich gucke nochmal geradeaus, ob ich da irgendwie durchkomme. Und ansonsten gehe ich links. Weil ich hatte zwar das Benzin, aber ich habe das Feuerzeug nicht. Das brauche ich, um den Käfig runterzulassen. Oh, Tür ist offen. Hab ich doch. Nee. Okay, nochmal speichern. Sicher ist sicher. Wie gesagt, wenn es euch zu viel wird, sorry for that, aber ich will lieber einfach auf Nummer sicher gehen.
Jede Tür kann sich öffnen lassen. Das ist schon mal gut. Was hier ist, weiß ich nicht. Versuchen wir erstmal hier lang zu gehen. Wie gesagt, ich habe gespeichert. Falls ich sterben sollte, ist das nicht so schlimm. Aber dann weiß ich zumindest, okay, ich habe gespeichert. Muss ich nochmal auf den nachspielen. Ja, ich weiche doch aus und ich werde trotzdem getroffen. Das ist so frech. Okay, noch einer. Ja, genau, natürlich. Im Original Silent Hill 2 waren die halt nicht so nervig und nicht so häufig vertreten. Die waren nur in einem einzigen Gang, glaube ich. Oder vielleicht maximal in zwei. Und vor allem die Lampe gerade bringt halt nichts. Das Licht ist so gering. Es ist wirklich arschdunkel. Sieht halt nur geringfügig was. Aber auch nur, wenn man näher kommt. So, Map-Check. Wo bin ich? Okay, ich bin hier runtergegangen. Ich kenne halt die Karte halt auch nicht aus dem Kopf, ne? Und es muss halt nicht unbedingt sein, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Dass wenn du die Karte aus dem Silent Hill 2 Original kennst, dass es dir was bringt im Remake. Weil es doch durchaus sein kann, dass die jetzt nochmal gewisse Routen verändert haben. Wo man lang gehen kann und wo nicht. Müssen wie mit dem Resident Evil 4 Remake, die haben ja neue Areale hinzugefügt, das ist ja auch nochmal sowas. Also Bereiche, die man vorher auf der Karte halt zwar auch irgendwo vielleicht mal gesehen hat oder sich dachte, okay, da könnte man vielleicht lang gehen, konnte man aber nicht. Dann haben sie, hat Capcom im Remake gesagt, ja okay, die Bereiche machen wir jetzt begehbar. So. Dieses Bett wurde gespalten. Auch so dieses komische, also dieser komische Ekelfaktor, ne? Das hat man bei dem Medium halt auch schon in gewissen Teilen gehabt, aber hier in Silent Hill 2 Remake passt es natürlich nochmal super rein, ne? Also, wie gesagt, ich finde, im Vergleich zum Original ist der Ekelfaktor nochmal einfach krasser, aber das liegt halt auch unter anderem, wie gesagt, so ein bisschen halt durch die Grafik. Weil man das halt einfach wesentlich detaillierter darstellen kann, als auch damals, als das Silent Hill 2 Original halt rauskam. Die Grafik für die damalige Zeit von der PlayStation 2 war nicht schlecht, aber natürlich war jetzt auch doch natürlich im Vergleich gesehen zu heute nochmal etwas anders. So, Feuerzeug dort. Genau. Ein Item fehlt mir noch, deswegen gab es drei Türen und durch jede muss ich durch. Einen kompletten Albtraum erleben. Ich mit den Gegnern hier rumschlagen. Okay, da bin ich durch. Das habe ich eingesammelt. Das heißt, hoffentlich komme ich da oben wieder raus. Ich könnte auch rein theoretisch nach links gehen, wenn das passt. Weiß ich noch nicht. Nehmen wir dann gleich. Ich würde das Vieh so gern töten, aber es geht nicht. Kann ich es überhaupt verletzen? Ich kann drauf schießen, oder? Fuck. Okay, Munition leer. Kacke. Okay, dann laufe ich jetzt einfach. Ich muss trotzdem nur auf die Karte gucken. Okay. Ah! Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe halt auch keinen ruhigen Moment, um mal nachzugucken. Ja, genau. Zum Fick. Ach so. Ah ja. Bin in einem anderen Bereich. Warte mal, dann dürfte das hier ein Shortcut sein, ne? Beziehungsweise da komme ich wieder raus. Yeah. Nice. Gönnen wir mal einen Schluck. Damn. Was zur Hölle? Hallo. Lass das.
Boy. It escalated quickly. Ein Schlüssel. Eiserner Schlüssel. Oh. Ist es der Schlüssel für den Raum von Pyramid Head? Das könnte sein, weil ich glaube, der ist sogar abgeschlossen. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Im Vergleich zum Original. Aber nice. Ach nein, warte mal. Der eiserne Schlüssel, ne? Da oben war eine Tür, die war zu. Ja, da oben. Seht ihr das? Da, wo Hängekäfig steht. Da rechts die Tür. Boah. Okay, das heißt, es ist einfach nur noch geradeaus laufen. Den Weg folgen. Okay, ich hoffe, ich schaffe das. Okay, let's go. Okay, kacken, Alter. Ja, und er steht genau unter mir, weißt du? Ja, was? Was soll ich machen? Das ist so unfair. Ich werde gestunt von diesem Schrei und kann nicht ausweichen, weil James halt gestunt ist. Super geil. Mehr davon, danke. Das ist so Bullshit einfach. Ich werde dazu gezwungen, halt Schaden zu fressen. Das ist halt nicht gut. Ist das kochendes Wasser? Oder dampft es halt einfach nur? Ja, ist kochendes Wasser. Scheiße. Okay, ich muss es erstmal ablassen, aber wie? Na, vielleicht finde ich hier eine Lösung, die durchgehe. Folgen wir mal dem Rohr. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Muss ich wieder durch so einen Abschnitt durch? Alter. Ich will halt echt nicht mehr. Ja, aber die können hier unten nicht durch. Hier das Werf drehen. Okay, das klingt gut. Ja, das Wasser läuft hier raus. Ja. Perfekt. Das ist Feuerzeug. Gut, damit hätte ich rein theoretisch alles erledigt, was ich erledigen wollte. Rein theoretisch können wir diesen Sack hier runterlassen. Einen Bereich habe ich noch nicht abgeklopft. Und zwar durch diese eine Tür. Da irgendwie hoch. Ich würde einfach nochmal gerne checken, ob da vielleicht was ist. Aber machen wir gleich. So, das wäre nicht die Tür. Das wäre die, glaube ich. Ja. Hier durch und dann rechts. Ich wüsste einfach, wie gesagt, gerne, ob hier noch was ist. Ob sich das lohnt. Okay, es ist eine Sackgasse. Jetzt weiß ich zumindest, dass es sich nicht lohnt. Guck wieder raus. Nee, du, lass mal. Kein Bock. Okay, ich würde anhand der Karte sagen, wir haben alles geschafft. Dann können wir jetzt uns das Nötige zusammenbasteln, was wir brauchen. Wo ist das Seil hin? Hier. Oh, kombinier. Ein Feuerzeug. So. Ja dann. Okay, weiter geht es munter. Oder munter geht es weiter, wie ihr wollt. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum mit dem Kasten. Das war ein wilder Trip.
Hat sich das Portal hier verändert? Nee, nicht wirklich. Aber ich sag mal so, einen Abstand haben wir schon hinter uns gebracht. So, dann drehen wir mal fleißig weiter. Wait a second, das haben wir doch schon. Den Abtraum hätte ich nicht nochmal durchmachen müssen. Nehmen wir diesen Gang. Dieser komische MC Escher Einlauf hier, den wir da bekommen. So geil aus, einfach. Ist echt übel. Warte mal, war da was? So, okay. Da haben wir nur Fetzen von Stoff oder irgendwas. I don't know. Okay, da kann ich nicht durch. Hier könnte ich runter, aber James will diesmal nicht springen. So wie es aussieht, bringt dieser Raum, so wie er jetzt gerade ist, nichts. Habe ich so das Gefühl. Oder muss ich hoch? Ist eine Treppe, die hochführt? Nee, ne? Ah doch, hier. Wo komme ich da hin? Ah, hier ist was. Toll, ist nur ein großer Abgrund. Ja, ich glaube, so wie der Würfel gerade steht, macht das keinen Sinn. So vielleicht? I'm not sure. Ah. Ah, hier. Wie geht's denn hier lang? Ist ja wild. Ah! Oh ja! Oh, Munition. 3 Pistolenkugeln. Ja, yeah. Jetzt kann ich mich endlich wieder wehren. Ich meine, das kann ich so auch, aber... Vielleicht ein bisschen Feuerkraft wieder zurück. Okay, es sieht ähnlich aus wie eben. Beziehungsweise es sieht genauso aus wie eben. Das bringt ja auch dann leider absolut gar nichts. Dann muss ich den Raum nochmal drehen. Aber egal, ich habe ein bisschen Ressourcen habe ich gefunden. Das war sehr gut. Ich glaube, so macht das keinen Sinn. Das hatte ich eben schon. Moment. Ich glaube, so ist es schon richtig. Eigentlich sieht das einfach nur gleich aus wie vorher. Aber ich glaube, die lassen mich nicht zweimal durch den gleichen Höllengang gehen. Es sei denn, ich liege einfach komplett falsch. Ich liege komplett falsch. Hier kann ich nicht lang. Hä? Hab ich was übersehen? Ansonsten würde ich gleich nochmal offscreen versuchen, einen neuen Gang zu erschaffen, der uns weiterbringt. Weil das hier bringt anscheinend gar nichts. Okay, ich werde das mal fix offscreen machen und ich würde sagen, bis gleich. So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hier sieht gut aus. Ah, hier ist ein neuer Gang erschienen. Man sieht auch anhand der Symbolik auf den Gesichtern, welcher Gang geöffnet wird. Ich habe mir jetzt aber nicht explizit gemerkt, welchen ich geöffnet habe. Aber wir sind hier wieder, wo die 3 Türen waren. Und ja. Die Tür nämlich haben wir abgeschlossen. Die lässt sich auch nicht mehr öffnen, die Ekeltür. Und jetzt sind wir hier. Dann gehen wir mal hier lang. Warte, das verlassen bereits. Hier wird nochmal gespeichert. Oh shit. So, hier können wir auch nochmal manuell speichern. Okay, du wieder. Weg ist es.
Oh shit, das ist der Bereich mit Pyramid Head. Ja, anhand der Leiter, Leiter erkenne ich das wieder, weil es ist ein Abschnitt, wo man Leitern runter muss. Da unten ist dann Wasser. Und da muss man irgendwie ständig hoch und runter und das ist ganz, ganz weird. Bin immer gespannt, ob wir ihn treffen werden, aber... War ich dann nochmal auf einem neuen Speicherplatz, verlassener Korridor. Dann gucken wir mal. Weil ich glaube, hier komme ich nicht... Nee. James will auch nicht springen oder sonst irgendwas. Ja, da war jemand mit seinem großen Schwert hier am Umhantieren. So, was haben wir da noch? Gewehrkugeln! Yes! So, James zeichnet ja fleißig eine Karte des Ortes. Okay. Ich finde die Lichtstimmung hier einfach so großartig. Und das einfach nur geil. So, hier könnte man theoretisch runter. Mache ich gleich. Ich würde nochmal gerne hier gucken, was hier noch ist. Dann komm raus. Und halt nicht. Bitte lieber, bevor er mir hier Ärger macht. Guck mal, hier können wir auch schon einen Shortcut öffnen. Das ist hervorragend. Zack. Wo führt diese Tür hin? Ah, wieder zum Speicherpunkt. Hervorragend. So, habe ich hier noch was vergessen? Items. Sieht nicht so aus. Okay, dann. Warte mal, er hat so geguckt. Ah, hier. Yes. Haben wir. Rotkugeln. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Schrotmunition. Ja, die werde ich mir aufbewahren. Ich werde erstmal mit der Pistole wieder arbeiten, bis ich genügend Schrotmunition habe für den nächsten Bossfight gegen Eddie. Ja, hier sind viele dieser Straightjackets. Ich glaube nicht mal, dass es so viele sind, aber ein paar. Schon. Wo bist du, Sonnenschein? Da ist er. Mist, daneben. Okay, er läuft weg. Ist in Ordnung. Eine Tür. Die ist zu. Will ich tot sehen? Okay, das ist eine Sackgasse und die Tür ist zu, ne? Jo. Leider, ja. Hier geht's nochmal rum. Oh yeah. Oh, ein Käfer. Ich hab doch gerade gesehen, wie er von der Wand fiel. Da ist der Überraschungsmoment aber auch so ein bisschen hin. Okay. Oh, scheiße. Ich finde diesen Abschnitt halt ultra anstrengend, weil der, wie gesagt, hier auch noch ist. Wie gesagt, man kann ihm aus dem Weg gehen und frisst aber leider ein bisschen Schaden im Worst Case. Ja, toll. Festgemacht mit Handschellen. Den Schlüssel dafür nicht. Wo bist du? Ich hab dich krabbeln gehört. Zeig dich. Da ist es. Jetzt hab ich dich. Yep. Schön, wenn der halbe Körper durch die Texturen klippt. Lieb ich ja. Okay, where the fuck am I? Tor mit Handschellen.
Okay. Gehen wir hier lang. Da laufe ich gerade zurück. Weiß gerade nicht. Oh, hier ist ein Erste-Hilfe-Drink. Nehme ich. Ah, noch einer. Da. Nicht gesehen. Bleib einfach stehen. Ja. Liegen halt so auf einen zu, ne? Äußerst frech. Oh. Wie was wo? Nö, nö, nö. What the fuck? Was ist denn? Hoffentlich bist du tot jetzt. So, dann lässt es wieder runter, um auf einer anderen Seite wieder hochzugehen. Also wir brauchen ja irgendwie die Möglichkeit, diese Handschellen zu lösen. Aktuell habe ich diesen Schlüssel leider noch nicht. Das doch. Wie kann das Monster überhaupt ein Geräusch machen? Das hat doch gar keinen Mund. Oh, noch eins. Also, hier ist mal daneben. Kacke. Den falschen. Das war schon auch ein bisschen schwierig, wenn James einen Gegner quasi auto-anvisiert, weil es gibt ja quasi schon so eine Art Anvisierung im Nahkampf. Im Fernkampf natürlich nicht. Also ich glaube, man kann auch Auto-Aim einstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, steht ja auch manchmal einfach auf dem falschen Gegner. Deiner Schlüssel. Und das ist halt auch so ein bisschen ungünstig, wenn du vor allem einen Gegner hast, der noch da irgendwie rumzappeln ist und noch eigentlich so den letzten Schlag braucht, um zu sterben. Ja, und dann schlägt James irgendwie auf den falschen. Das ist dann halt so ein bisschen doof. Okay, das ist ein Shortcut, aber wohin? Wieder zurück. Ah, man sieht sogar Markierungen. Leiter 1, Leiter 2, Leiter 3. Ich muss zurück zu Leiter 3, wenn ich das richtig sehe. Glaube ich zumindest. So, ich guck nochmal, was mit der Tür ist. Die ist zu. Na gut. Dann gehen wir hier wieder durch. Das Geräusch als her, hier ist doch keiner. Oh! Steht direkt hinter der Tür. Das kam etwas überraschend. Irrender Würfel. Oh, mit Handschellen. Ja, bei Leiter 3 muss ich raus. Genau, und dann zurücklaufen. Würde ja eigentlich rein theoretisch bedeuten, eigentlich muss ich zurück. Also dieser Durchgang bringt mir halt gar nichts. Oder muss ich zu 1? Ja, bei 3 ist halt der Durchgang. Dann ist direkt auf der anderen Seite. Na, nee. 1 bringt, glaube ich, nichts. Nee, nee, nee. Muss schon zu 3. Also, ich kann ja... Rein theoretisch muss ich so zurück. Das heißt, dieser Durchgang bringt hier nichts. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Aber ich würde das nochmal gerne erledigt haben mit dem Schlüssel. Dass wir dann in der nächsten Folge dann hier weitermachen.
Ich weiß nicht, was für eine Aufgabe wir am Ende machen müssen, aber ich denke, dann dürfen wir vielleicht mit dieser Tür dann auch fertig sein und dann bleibt nur noch eine. Und dann können wir, glaube ich, diesen Abschnitt verlassen. So, mal sehen. Ah, hier, doch. War ich richtig? Gut. Wie dem hier das Leben schwer macht. Komm da runter. Alter, flinkes Biest. Noch einer irgendwo. Irgendwo über mir, glaube ich. Da oben. Einfach durch. Ah, du auch noch. Ah, kacke, Mann. James, kannst du dich mal heilen, bitte? Danke. Ich bin gefahren, er macht halt nichts. Alter, was ist mit dem los? Gott, das lebende Coronavirus. Spreadet überall. Okay, mit diesem tollen Anblick sind wir ja erstmal fertig mit dieser Episode von Silent Hill 2 Remake, aber wir machen natürlich das nächste Mal wieder weiter. Hier genau an der gleichen Stelle und dann werden wir, denke ich mal, auch diesen Abschnitt abschließen. Dann bleibt nur noch eine Tür, mit der wir den Würfel dann halt drehen müssen, also die Tür halt zu finden, indem wir den Würfel drehen, so rum. Und dann hätten wir es auch schon geschafft und dann mal sehen, was mit dieser ominösen neuen Wand ist, die hier im Remake platziert wurde. Keine Ahnung, was sich dahinter befindet, aber ich denke mal, ein Ausgang. Mal gucken, wo der uns hinführt. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 2 Remake.